I'm wasting my time, I got nothing to do. Hier ist jetzt mal weiter. So, können wir die Facecam irgendwie noch weiter drehen, dass man den Schein... Oh, weiter kann ich mich kaum drehen. Von dem Fenster kaum mehr sieht. Ich will das Rollo nicht jetzt schon runter machen. Hallo? Ah. Alles in Sepia. Warum ist die Bude so heruntergekommen? Das Haus davor war doch so viel schöner. Warum haben wir jetzt so ein kleines Haus? Wohnung. Haus? Wohnung? Ich weiß es nicht. Oh, toll. Das muss auch unbedingt ein Kind jetzt sehen. Sean. Ich kann's nicht lesen. Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Oh, anscheinend lief die Trennung hervorragend. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Ich habe Detroit gespielt, das mochte ich sehr. Beyond Two Souls war leider auch nicht meins. Ich kam mit den Quicktime-Events nicht so zurecht. Und es war auch sehr... Schüttelst du mal bitte? Da ist auf jeden Fall noch was drin, aber wie alt ist das schon? Ist das überhaupt noch trinkbar? Du solltest dem Jungen was machen und nicht selbst trinken, du. Und, schmeckt noch? Kann man das dem Jungen anbieten? So, was ist das? Jetzt haben wir einen Plan dafür, wie das mit ihm funzt. Warum das? Hat man so viel Vertrauen in uns? Kommst du mal bitte von der Lehne da runter? Junge, kommst du bitte von der Lehne runter? Hier schon. Was zu essen. Warum sitzt du jetzt nicht mehr auf der Lehne? Magie! Es ist ein magisches Kind. Woran das ein bisschen erinnert, gerade die Sendung, ist One Piece. Ich weiß nicht, warum mich das daran so erinnert, aber es erinnert mich ein wenig daran. Bist mal gespannt, was mein Fazit am Ende ist von dem Spiel hier. Du sprichst immer noch über das Spiel. Ja, mal gucken. Ach, ich liebe diesen Timer, der nicht funktioniert und ich vergesse ihn jedes Mal rauszunehmen. So, wir machen aber Hausaufgaben. Komme, was wolle. Erst Hausaufgaben. Also, ich habe eins drücken wollen. Ein bisschen reden? Worüber denn? Naja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Kannst du später immer noch. Später, okay? Nein. Jetzt. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen. Dann hast du es fertig. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Komm, du hast jetzt ein bisschen ferngesehen, ein bisschen was gegessen, jetzt wird Hausaufgaben gemacht. Und dann darfst du wieder fernsehen. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist im Fern. Richtig? Ja, ich wollte ihn ausmachen. Ich wollte ihn ausmachen. Danke, es war im Fernsehen.
unablässig konsequent. Ja, irgendwann muss es ja mal anfangen. Der Junge dürfte jetzt 2 Jahre später 11, 12 sein. Je nachdem, ob er schon Geburtstag hatte oder nicht. Ich möchte mich setzen. Ob er schon Geburtstag hatte oder nicht. Kannst du Hilfe gebrauchen? Haben wir irgendwas aufzuräumen? Was ist denn eigentlich mit dem Apfelrest auf der Couch? Können wir das wegmachen? Ist das schon weg? Ist es noch nicht weg? Wir können es nicht aufheben. Willst du mich verarschen? Heb's auf! Das kann doch nicht da liegen bleiben. Ich kann es nicht aufheben. Was ist das? Was ist das? Eine Wasserflasche auf dem Tisch. Ich dachte gerade, Fläschchen Laudanum? Amnesia hat mich ein bisschen... Oh, wir haben schon 6. Ups. Genau, das Kind bei den Hausaufgaben macht Niederstarren. Ich weiß, wenn du Fehler machst. Fertig. Super. Kann ich jetzt Fernsehen? Warte, lass mich eben einmal gucken und dann darfst du. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Jetzt darfst du ferngucken. Wann soll ins Bett gehen? Wann war das? Oh. Um 8. Um 7 soll es Abendbrot geben. Was können wir denn als Abendbrot machen? Können wir in den Kühlschrank reingucken? Können wir in den Kühlschrank reingucken? Hallo? Ich möchte in den Kühlschrank reingucken. Und es läuft immer noch die gleiche Sendung. So ein Wunder. 20 Uhr Schlafenszeit kriegen wir hin, aber ich glaube nicht, dass wir um 7 das Abendbrot hinkriegen werden. Oh, oh. Gesundheit? Was war das? Das, was da drin ist, sieht aber nicht gesund aus. Und jetzt einmal kräftig schütteln. Was? Okay, Glühi. Bis später vielleicht, eventuell. Man weiß es ja nicht. Junge, geh von der Leiter runter. Origami-Killer strikes again. Aber deswegen das Origami. Ich weiß nicht, was es ist. 7. Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise vom Origami-Killer... Weiter konnte ich nicht lesen. Abendessen? Möchtest du denn Abendessen? Nein, danke. Ich habe noch keinen Hunger. Okay. Wirst du krank? Du kriegst bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Und wo? Wo finde ich das? Hab ich mich vor den Geräuschen erschrocken. Im Medizinschränkchen vielleicht. In... oben. Right? Warte. Ich ging davon aus, dass das die Haustür ist, aber es führt unter die Treppe. Ah, ins Bad. In die Toilette. Warum finde ich eigentlich immer die Toilette? Es ist immer wieder ein Wunder. Wir laufen mal eben hoch. Kommen gleich wieder. Ach, Junge. Das ist was? Das Bad. Okay. Meist gibt's hier sowas wie... Ah, da ist ein Schränkchen. Das könnte gut aussehen. Darf er denn das schon nehmen als 11-, 12-Jähriger? Das ist die Frage. Ach, komm, wir
Komm, dann machen wir es nicht zu. Oh, Entschuldigung. Guck mal, ich hab was für dich. Drogen. Was? Geht's dir gut? Junge? Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Willst du jetzt Abendessen? Möchtest du denn Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich ruf dich, wenn es soweit ist. Wir haben Pizza im Kühlschrank, das habe ich schon gesehen. Wenn es denn Pizza ist. Sieht sehr merkwürdig aus für Pizza. Na, okay. Wir hätten auch das Chicken nehmen können, aber... Das Toast war jetzt schneller, was? Fertig? Ach, und auf einmal ist sie geschnitten. Wow, eine Mikrowelle, die automatisch die Pizza schneiden kann. Sowas sollte man mal erfinden. Aber immer nur ein Stück, mehr kriegt er nicht. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Ich möchte das Apfel, den Apfelrest da immer noch weg haben. Stört mich das? Warum kann er nicht seinen eigenen Dreck wegmachen? Sowas müsste er doch wenigstens schaffen. Komm, ich setze mich, sagte ich und ging an dem Stuhl vorbei oder dem Tisch. Kannst du mal bitte? Ich soll jetzt den anderen Stuhl nehmen. Jetzt starren wir ihn wieder an. Entschuldigung. Und wen möchtest du erstechen, wenn du das Messer so hochhältst? Nimm das Messer mal runter, bitte. Fertig? Er hat gerade den Teller aufgehoben. Das Pizzastück war aber noch auf dem Tisch. Siehst du, das kannst du selbstständig wegmachen. Wieso kannst du das andere nicht wegmachen? Junge, es geht jetzt schlafen. Wir haben 7:50. Schlafen? Schlafen? Hallo, Junge? Jetzt bin ich mal gemein und sage, sobald ich das machen kann. Schlafen gehen. Schlafen! Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein. Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Komm, also laufen die Credits von der Sendung. Kommst du mit mir? Ja, ich komme. Die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Wenn jetzt sowieso die Sendung zu Ende ist, dann passt es doch, dass wir, dass du jetzt ins Bett gehst, nicht? Ich möchte immer noch das Apfelstück da weg haben, wenn es nicht weg ist, sobald ich, sobald wir wieder runterkommen, dann haben wir ein ganz großes Problemspiel. Entschuldigung, sowas stört mich. Oh, es tut mir leid. Oder zumindest am nächsten Tag möchte ich das weg haben. Dahin muss ich den Jungen nicht begleiten. Das schafft er schon alleine. Oh, was ist das? Möchte er auch Architekt werden? Nee, er musste unbedingt das Szenario malen. Toll. Eine große Klasse. Wir gucken nur raus. Es regnet in Strömen. Na Junge, bist du fertig? Sehr schön. Gute Nacht. Katzen sind ja geil auf dem Bild. Gute Nacht, John.
Mein Teddy. Dad, ich hab mein Teddy nicht. Und ich weiß ganz genau, wo er ist. Gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, auf der Waschmaschine. Bitte, ich kann ohne ihn nicht schlafen. In Ordnung, ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Ich weiß ganz genau, wo er ist. Oh. Junge. Wenn er es denn ist. Habe ich mich vor der Jacke erschrocken. Ich dachte, da hängt jetzt jemand. Like the hanging man. Warum gehe ich eigentlich immer auf Toilette? Ich wollte in den Waschraum. Ist er das? Ethan, bist du eigentlich blöd? Naja. Wir kennen jetzt 3 Ethans. Also ich kenne 3 Ethans aus 3 unterschiedlichen Spielen, die ich aber eins teilweise, eins habe ich gerade angefangen und eins sind die Aufnahmen von Vernichtet, weil aus Gründen. Das wollte ich irgendwann nochmal wieder spielen. Aber alle 3 Ethans sind bescheuert. Guck mal, was ich da habe. Danke, Dad. Gute Nacht, John. Nacht. Also, ihr werdet mich den ganzen Abend noch gähnen sehen. What? Ja? Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Weise Worte. Weise Worte von einem Kind. So, können wir ihn zudecken, bitte? Es soll zwar Leute geben, die ohne Decke schlafen können, aber ich gehöre da nicht zu. Ich hasse das ohne Decke. Ich bin aber auch so eine... Entschuldigung! Ich bin aber auch so eine dieser Personen, die immer kalte Füße kriegt. Ich schlafe auch grundsätzlich mit Socken. Außer im Sommer natürlich. So ab 15 Grad plus in der Nacht. What's happening right now? Are you okay? Origami-Killer? 2 Persönlichkeiten? Entschuldigung, ich interpretiere schon wieder. Kann ich gut. Was machst du draußen? Mitten im Nirgendwo. Aber wenigstens hast du da... Nee, ein Origami. Ein Fuchs? Ein Shiba Inu. Ich muss noch mal sagen, ich kenne den Inhalt dieses Spiels nicht. Also wenn ich das aus Versehen richtig gesagt habe, das war reiner Zufall. Ich kenne dieses Spiel nicht. Ich kenne eine Szene. Und ich hoffe, dass ich sie vermeiden kann, aber wahrscheinlich nicht. Und nun?